Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Camera Obscura. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt beim dritten Kapitel oder dritten Akt oder dritten Hauptgebiet oder wie auch immer angekommen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen das jetzt auch mal, den Trade District, und gucken mal, was alles auf uns zukommt. Dump Vader Origin. Hoffentlich wird das nicht zu derbe schwer, der ganze Kram hier. Denn, ja. Das ist natürlich dann nicht so gut. Es kommen ja auch noch sich bewegen. Sich bewegende Plattformen hinzu. Das ist ja mal richtig geil. Wo ich auch noch dagegen springe, ey. Oh. Oh. Under Pressure. Man kann sich also selber umbringen, indem man die... Man kann Plattformen also... Aha, man kann die also... Ach du Drexi. Man kann die also... abfotografieren, die Plattform. Das finde ich weniger gut. Das ist nicht so gut. Ehrlich gesagt, aber nun gut. Das kann ja noch einiges hier schlimm werden, wenn wir Pech haben. Ah, da ist nur eine Plattform, okay. Aha, aha, aha. Das war nicht so intelligent. Oh, hier war aber ein Checkpoint, gut. Oh, nein, ach, shit. Texting. Ach, komm, wir sollen einfach so machen. So, dann komme ich sicherer drauf. Tup. So, was haben wir denn hier? Oh, können wir draußen aufhören, Leute rumzufahren, ey. Ich will das Fenster jetzt nicht zumachen, deswegen, sonst wird es hier viel zu warm. A Morbid Testament, the Craftsmanship. The geothermally powered machines of the tower far outlasted the people that had built them, continuing to run their routes and tasks. Alter, wie nennt jemand dieses Scheiß-Telefon? Also, outlasted the people that had built them, continuing to run their rules and tasks long after anyone was around to use them. Okay. Kann ich da noch rüber? Ja, okay. Und komme ich da noch rüber? Ja, okay, gut. Das war ein bisschen riskant gerade, aber scheiß drauf. Okay. Was haben wir denn hier? Aha. Ich bin gerade an überlegen, ob ich nicht zurückgehen sollte. Da war ja noch eine... Ich meine, ich habe ja das Level jetzt auch geschafft, ne? Kann ich da... Go to Menu. Und zwar hier ganz am Anfang war ja East Flashes Best Time 30 Sekunden, Next Metal 12 Sekunden. Aha. East Flashes. Ach so, das sind die aha. Ich wollte hier aber mal gucken, irgendein Level war noch ein wie heißt ein Dingens, ne, so ein, wie heißt es denn, so ein Ding noch, ja, ihr wisst doch immer, so ein, ich weiß bloß nicht, wo das Ding war, wo ich das liegen gelassen habe. Man konnte es jedenfalls sehen, das weiß ich noch. Aber wo ist das? Die Messer ist mir nicht unbedingt eine holen, das ist Blödsinn. Ja, nicht unbedingt Blödsinn, aber ist nicht gerade sinnvoll, würde ich mal sagen. Wo waren das? Das war doch... War das nicht hier oben irgendwo gewesen? Das war doch hier gewesen, oder? Dass ich da nicht hochgekommen bin, weil ich noch nicht wusste, dass man da... Ja, mach super. Hopp. Dass man zum Beispiel... Ach, shit. Dass man zum Beispiel ja den... Kram hier so, ne? Ja, das missen kann und so. Das ist auch hier drauf ausgelegt, dass man das dann weiß. Von daher so. 3, okay.
She wasn't the highest of tall authority in on the tower. A few daring bands of academics and archaeologists had learned enough about the Sun Sect and their masterpiece to fill several books. But it was always the pictures that went on the front covers in magazines and inserts. Okay, damit ist glaube ich unser Charakter gemeint, von daher. Nun gut. Fallschaden scheint es ja nicht zu geben in dem Spiel. Bin ich auch froh drum, ehrlich gesagt. So. Damit hätte man das jetzt schon mal erledigt. Und wie viel habe ich eigentlich? Ich muss nur kurz nachgucken. Das würde mich jetzt mal interessieren. Album 2, 3, 4, 5. Oh. Die 5 fehlt noch. Die 5 fehlt noch, ne? Die 5. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich wollte nur das eine holen, was ich da noch gesehen hatte. Die Nummer 3 jetzt gewesen. Aber alle werde ich mir nicht holen. Weil das ist mir dann doch zu. Ich bin nicht mehr so der Mensch, der gerne 100 so unbedingt 100% spielt. Livestock Camps. Mal gucken. Ach, das sind ja die Ameisenbären oder was das ist. Mal schauen, was jetzt alles auf uns zukommt. Look up and down and press V and S. Ja, das ist mir klar. Irgendwie. Okay, du kommst erstmal weg. Hopp. Oh ja, man. Okay. Mehr dann. Ach, jetzt habe ich auch so ein Foto gemacht. Das wollte ich gar nicht. Kann ich da so rüberhüpfen? Ja, ist das. Super. Toll gemacht, Clayne. Sehr toll gemacht. Das war's. Oh, das war riskant. Das war riskant, mein Freund. Das war riskant. So, was haben wir denn hier? Oh, Scrapbooker. Errungenschaft freigeschaltet. Ich glaube, weil wir 25% der Fotos gefunden haben. How many weddings and summits and retirements had she photographed, shielded from their joy by her lens? How often had she let the smiles and laughter pass right by her as she waited patiently for the perfect moment, trading minutes and hours of real life for the perfect fraction of a second to immortalize on Cirrus? And perhaps, most importantly, why I had none of this bothered her before this moment. Aha. Was für ein Moment, ich verstehe die Story absolut nicht bisher. Also bisher ist die eher so, ja, ich, ach, Scheißdreck, Mistvieh. Ich mag solche Stories nicht. Also solche, ja, hey, bist du einfach mal, musst du die dann solche selber zusammenreimen und durch irgendwelche Audiologs oder so ein Kram, mag ich absolut nicht, weil da verlierst du schnell den Überblick, was das eigentlich hier los ist und ich mag das einfach nicht. Und daher ist einfach nicht mein Fall. Ich mag die Story lieber, die halt hier hingeklatscht wird. Ich mag auch nicht so ein Erzählstil wie in, oh Gott, vergessen war lang, wie in, wie in, oh mein Gott, okay. So. Ach, shit. Wie soll das funktionieren? Die Dinger kannst du ja nicht fotografieren. Nee. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch, oder wie? So. Naja, scheiß drauf. Wir holen uns eh nicht als. Ich mal einmal nach einem Upgrade, dass man die Metalldinger auch noch fotografieren können oder so. Wer weiß. Who knows? God only knows und so. Ja, also ich mag solche so erzählte Stories nicht. Ich mag es auch nicht. Ach, das war zu früh. Ich mag es auch nicht, wie Final Fantasy 18 eine Story erzählt, so von wegen. Oh ja, mal Darmbrocken hinschmeißen, Darmbrocken hinschmeißen und dann auch noch so interpretierbar machen und so interpretierbar, dass du, wie soll ich denn da so kommen?
Hallo? Sag mal. Vielleicht so? Nee, da komme ich auch nicht hoch. Sag mal, wie soll ich noch hochkommen? Warum kann ich das nicht fotografieren? Das ist gerade ungünstig. Oder soll ich da hoch irgendwie? Soll ich woanders hoch? Komme ich ja auch nicht hoch. Warte mal. Ach so. Ah ja. Aber das wird auch nicht zu viel. Okay, ich verstehe. Ach shit, das war es zu früh. Ja, scheiße. Dreck, ich krieg das nicht so gut hin, das Timing. Okay. Ah, verdammt. Komme ich dann noch schnell hoch oder... Nein, nein, oh, ach, scheiße, das war zu. Ja, na, shit. Mann. Ah, das ist ein bisschen ungünstig, das System hier. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Das ist ja ultra nervig, ey. Das ist ja ultra, ultra nervig. Jetzt bin ich gegen die Decke gesprungen. Warum springt die so verdammt nochmal niedrig? Was soll denn der Scheiß? Wie soll das funktionieren? Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ach shit. Das hätte funktioniert, das hätte nicht funktionieren können. Die springen viel zu niedrig, die Tusse. Also ich muss das Spiel, ich muss das Spiel ja nicht zu 100% durchspielen, so ist es ja nicht. Also ich muss es ja auch nicht beenden. Wenn es mir irgendwann, nämlich irgendwann absolut nicht mehr weiterkommt und es mir absolut nicht mehr gefällt, dann werde ich es halt abbrechen. Fertig, das Ende. Denn ganz ehrlich, auch wenn eigentlich die alten Let's Play Player immer so gesagt haben, ja, wir spielen jedes Spiel durch. Ganz ehrlich, ich habe schon auch so viel abgebrochen. Was ich aber irgendwann auch mal weiterspielen will, aber eigentlich abgebrochen wurde, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, weiter aufzunehmen, weil ich so viel aufgenommen hatte vorher. Das Problem ist nur... nein, das Bild ist schon wieder runtergefallen, verdammt. Dass ich halt nicht genug bin für das Spiel hier. Absolut nicht. Ja. Ein bisschen weiter höher, dann könnte es schon klappen, glaube ich. Das war es wieder dumm. Das schickt er mich wieder zur Seite, verdammt. So. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Nein, nein, nein. Das, warum springen die zu niedrig, verdammt? Mal. Oh, gibt es denn hier irgendwo irgendwas aus wie ein Doppelsprung irgendwann mal oder so? Ist doch nicht normal, ey. Ist doch nicht normal. Nee. Dann komme ich doch gar nicht hoch. Ah, da ist nur ein... komme ich denn dann weiter? Und nur? Ja, und nur? Musik habe ich gerade ausgemacht, was zu sehen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ist ja nur der Eingang. Da ist ja nur so ein Fotograf oben. Hier ebenfalls. Bin ich blöd oder was soll ich mit dem Ding jetzt anstellen hier? Gerade keine Ahnung. Ja, super, jetzt komme ich da wieder nicht hin. Komm da nicht hoch. Das ist das Problem. Ich komme hier nicht hoch. Nee, ich komme da nicht hoch. Entweder weil ich wieder gegen irgendwas knalle oder weil... keine Ahnung. Irgendwie muss ich da doch hochkommen oder nicht. Ich wüsste gar nicht, was da oben ist. Hier komme ich nirgends weiter oder wie?
Da geht's weiter. Wie komme ich da hin? Oder kann ich denn das so... Nee, der fotografiert ja nur das, was da direkt bei mir ist. Das ist ja... Geht ja nicht. Oder soll ich ihn hier mit einem Krallen, wenn er so bei dem Bildschirm ist? Wird das funktionieren oder wird das nicht funktionieren? Nee, das funktioniert nicht, weil da ist das zu weit weg. Vielleicht mal anders. Ganz tricky. Und nee, das der kommt ja nicht schnell genug hoch. Das ist ja das Blöde dran. Nee, ich bleib dann immer hier hängen und wenn ich ja die Metalldinger da fotografieren kann, das kann ich aber nicht, weil... Alter, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Weil da oben ist soweit nichts mehr. Außer halt den... Ja, hier ist nichts mehr außer dem Foto und das Foto will ich nicht unbedingt haben, ich will weiterkommen. Vielleicht das Ding einfach mal mitnehmen. Nee, es das zeigt dich auch nicht hin. Ja, nu. Und da soll ich das da mitnehmen und dann. Nee, das funktioniert ja auch nicht. Obwohl, warte mal. Es könnte funktionieren, dass ich dann da hochkomme, aber das bringt mich ja dann auch im Endeffekt nicht weiter. Sondern nur dieses komische Foto, was ich hier nicht brauche. Na shit, das war es ganz schlecht. Das hat absolut nicht geklappt. Nee, komm schon, schneller, verdammt, nein, ach nein, Mist. Da komme ich doch gar nicht, oder? Weiß nicht. Probier's mal weiter. Komm schon. Nee, nein, das schaffe ich nicht mehr. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Muss ich da irgendwas hier mitnehmen oder wie? Nee, das geht ja auch nicht. Nee. Warte mal. Nee. Nein. Auch nicht. Das auch nicht. Nee. Komm ich einfach nicht hoch. Wie soll ich da hochkommen? Wenn ich muss ich mir meinen Bock mal angucken. Oder so. Oder ich weiß es einfach abfällig aus Ende. Will ich auch nicht ungern machen. Einfach so. Nee. Ich muss da hier ein... Ich krieg den da nicht schnell genug hin, weil ich zu langsam bin. Das ist ein Rätsel, das ist etwas sehr ungünstig schwer. Vielleicht ist das auch gar nicht richtig getestet worden. Ich fühle mich ja nicht wunderbar in die Spielen, nicht gesagt. Ich könnte theoretisch die Plattform an sich ja mitnehmen, aber ich habe das so klappt. Ich probier's mal. Nee, habe ich ja auch schon probiert. Die geht ja nicht drüber. Schnell genug. Ach Leute, ich guck mir mal eben ein Warfcrew an. Wie heißt das Level? Go to Menu. Nein, ich wollte nicht. Go to Menu. Foundry Cornerstone. Ich guck mal nach, wie das geht, wenn das auch irgendwas ist. Also, bis gleich. Ja, super. Leute, ganz geil. Es hat nämlich, es hat bisher keinen Schwein irgendeinen beschissenen, blöden Warfcrew für diesen Spiel, zu diesem Spiel aufgenommen.
weil es nämlich so unbekannt ist, dass kein Let's Player oder irgendein anderer irgendwas bisher aufgenommen hätte. Deshalb habe ich keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Jetzt kann ich nur weiter dumm rumprobieren.